Hallo, grüße euch, Paraguay Live, ich bin der Pit und das heutige Thema ganz einfach. Paraguay, auswandern? Ja oder nein? Also, das Thema ist ja ziemlich klar. Auswandern, ja oder nein? Wir haben wirklich sehr, sehr viele Anfragen. Und ich muss wirklich viele von euch sicherlich enttäuschen. Warum? Weil ich ja zuerst sage, 70% von euch solltet einfach nicht auswandern. Zeige ich ja gleich, warum. So, da sitze ich ganz gemütlich im Garten und schwitze. Nur vom Sitzen im Prinzip. So, aber ganz im Ernst. Wie wollt ihr denn darüber sprechen, auswandern ja oder nein? Also ich behaupte einfach, dass 70% von euch solltet gar nicht mal ans Auswandern nach Paraguay denken. Warum? Wir sind hier mit meiner Frau schon seit fast 20 Jahren. In diesem Jahr werden wir kleines Jubiläum feiern. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Also, bleibt dran. So, der erste Punkt, was ich zum Beispiel persönlich überhaupt nicht verstehe. So, viele von euch Deutsche oder die sich für Deutsche halten, wandern ja einfach mal aus. Wohin gehen die? In die sogenannten deutsche Kolonien. Da frage ich mich persönlich, warum wandert ihr denn ihr aus? Hab euch schon mal die Frage gestellt. So, der zweite Punkt, der mir immer auffällt, die meisten von euch sprechen doch kein Spanisch, oder? Geschweige schon von Guarani. Also Paraguay ist zweisprachig, Spanisch und Guarani. Zugegeben, ich selbst habe auch kein Spanisch gesprochen, von daher sage ich mal, es ist zwar ein Grund, aber man kann es trotzdem auswandern. Der dritte Punkt, was aber auch unheimlich wichtig ist. Wovon wollt ihr denn leben? So mal eine ganz lockere Frage. Viele sagen, Pit, ich habe 3 Kinder. Abgesehen, manche haben natürlich mehr. Bin 35, 33 und habe eine tolle Idee. Nach dem Motto, tolle Idee, mach mal nicht. Seht ihr, deshalb rede ich auch immer wieder vom Geld. Weil, was wollt ihr ohne Geld machen? In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, sagen wir, in der westlichen Welt, fast überall bekommt ihr, was bekommt ihr? Stütze. Früher nannte sich schon eine Sozialhilfe, weiß ich nicht, Unterstützung, wie auch immer, aber immerhin. Die meisten haben eine Wohnung bekommen, was zum Essen, weiß ich nicht, natürlich Fernseher etc. 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 Also alles schön und deshalb kann man schön beim Fernsehen gucken. Einfach, wie hieß es nochmal, bei Deutschland oder sowas, weiß ich, keine Ahnung. Das sieht alles doch top aus. Alles hingestellt, alles schön bien gut gepinselt, damit es nur schön im Fernseher aussieht. Aber in dem wirklichen Leben sieht es ganz anders aus. So, der nächste Punkt ist auch, viele kommen oder sprechen mit mir und sagen, Pit, ich habe eine tolle Idee, weißt du was? Aber dir oder anderen erzähle ich nicht, weil du kannst mir diese klauen oder natürlich die anderen. Alle warten nur auf dich. Bist du mit deiner tollen Idee, wo du nirgendwo erfolgreich warst,
kommst nach Paraguay und verdienst viel Geld. Viel Spaß, amigo. So, da seht ihr die Palme, wo ich gerade drunter gesessen bin. Seht ihr? Etwas zu wenig Wasser. Ja, bei 40 Grad kontinuierlich kann es dazu auch kommen. So, das war gerade eine kurze Anspielung auf die sogenannten Selbstversorger. Will ich gar nicht mal von reden. Klar, man kann einen kleinen Gemüsegarten haben, aber davon zu leben, bei 40 Grad. Ich denke, wenn man bei Klimaanlage zu Hause sitzt und die tolle Welt, ich sag mal Fernsehwelt, beobachtet, sieht alles klasse aus. Top, gebe ich euch recht. Komm, Hans, wann mal aus, mach mal. Geh mal doch. Da sagen jetzt viele von euch, Pitt, Mensch, was erzählst du denn da? Du willst, dass wir kommen und letztendlich sagst du, ja, ich brauche euch nicht. So ist es nicht, liebe Freunde, so ist es nicht. Aber das Wort zum Sonntag kommt sofort. Klar seid ihr alle herzlich willkommen, aber bringt das Geld mit, entweder Rente, ihr müsst leben. Ersparnisse, ja, wovon? Ihr müsst doch Grundstück kaufen, Haus bauen und unabhängig sein, beziehungsweise davon leben. Okay? Klar, kommt mit neuen Ideen. Platz ist genug. Wirklich. Ideen gibt es bis hierhin sogar. Gute Ideen könnt ihr 100% umsetzen. Aber was wir alle brauchen, wir brauchen Macher. Macher. Die Leute, die was tun, die nach vorne kommen. Und nicht diese, die sich ja verstecken in Siedlungen. Ach, hier schön Händchen halten. Leute, seid ihr denn bekloppt? Ihr müsst doch alleine leben. Ihr braucht doch alleine euer Grundstück. Oder nicht? Ihr braucht doch euer Haus, euer. Oder nicht? Und ihr braucht eure Arbeit, um für euch und für eure Kinder eventuell oder für sich selbst auch zu sorgen. Solche Leute mit Kopf, mit Verstand brauchen wir auf jeden Fall. Herzlich willkommen und bis zum nächsten Video. Mach's gut. Also, falls ihr in Paraguay leben wollt, mit Ja beantwortet, in einer internationalen Siedlung, keine nur ausschließlich wie Deutsche, ja, ihr wollt Unabhängigkeit und ihr habt eigenes Verstand, da seid ihr herzlich willkommen. In diesem Sinne, mach's gut. Ach, ganz hab ich vergessen. Teilt natürlich das Video, immer Likes, und teilt an diejenigen, die nicht zu diesem Schema passen und die auf keinen Fall hierher kommen wollten. Okay, also mach's gut in diesem Sinne. Und die restlichen 20% oder 30 oder auch 40, hängt von euch ab, die schaffen es 100%. Mach's gut in diesem Sinne. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.